Ich stehe hier mit Frank Fiedler. Wir möchten uns unterhalten über das Thema Lichttest. Frank, was ist eigentlich so kompliziert an einem Lichttest? Ja, Holger, eigentlich wirklich eine relativ einfache Frage. Denn gerade die Scheinwerfer wurden bis vor kurzem noch nach 30 Jahre alten Vorgaben geprüft. Und das ist einfach heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Denn gerade Scheinwerfer sollen doch gerade bei schlechter Sicht oder auch bei Dunkelheit die Straße gut ausleuchten und den Gegenverkehr so wenig wie möglich blenden. Und das macht eben gerade in der heutigen Zeit mit modernen adaptiven Xenonscheinwerfern oder aber auch LED-Matrixbeleuchtung oder das kommende Laserlicht, machen eben genaue und vor allen Dingen beschriebene Prüflinien notwendig. Und was hat sich jetzt konkret geändert? Konkret hat sich jetzt ab 2015 geändert, dass die Aufstellflächen für das Kraftfahrzeug und für das Scheinwerfereinstellgerät ganz klar und eindeutig beschrieben worden ist. Und das bedeutet? So muss zum Beispiel das Maß für die Aufstellfläche von dem Kraftfahrzeug einer nivellierten Fläche von mindestens 2 x 4 Meter betragen, bei einer maximalen Abweichung von 1,5% über die gesamte Quer- oder die Längsneigung. Und bei dem Scheinwerfereinstellgerät ist es ähnlich eng. Da darf die maximale Abweichung nur 1 mm pro laufenden Meter betragen. Mehr darf die Abweichung eben nicht sein. Sind denn hiervon jetzt alle Werkstätten betroffen letztendlich? Im Grunde genommen sind alle Prüfstationen und alle Kraftfahrzeugwerkstätten betroffen, bei denen Hauptuntersuchungen im Rahmen des § 29 der Straßenverkehrszulassungsordnung umgesetzt werden. Und das bedeutet, hier tickt tatsächlich die Zeit, denn bis dahin, bis zum 01.01.2017, ist es nicht mehr allzu lang und man muss sich jetzt damit auseinandersetzen, möchte ich einen Scheinwerfereinstellplatz entsprechend in der Werkstatt einrichten. Ja, sehr interessantes Thema, wie ich finde. Herzlichen Dank, Frank, für dieses informative Gespräch. Dankeschön.